Oho, liebe Freunde, das hier ist die Malva und ich möchte heute mit der geistigen Qualität von dieser Heilpflanze sprechen. Es gab schon bei der Germanen Menschen in allen Kulturen, nicht nur bei der Germanen, auch bei der Indogermanen, bei den Indianern. Überall, wo Wissen über Pflanzen da ist und auch über geistiges Wissen, ja. Und deswegen, die Malva ist die Pflanze des Verzeihens. Das heißt, man kann die, jetzt ist Blütezeit, wie man bei der sieht, das ist noch nicht überall so, das ist jetzt hier so, weil es dort auch besonders warm ist und weil es jetzt auch gut geregnet hat. Und die Malva ist einfach eine Pflanze der Heilung, deswegen ist die auch violett. Die gehört zum Heilstrahl Violett. Und die Malva kann man einfach essen, man kann die einfach hier runter machen und essen. Das bedeutet, wenn man eine Malva bewusst isst, sagt man, jetzt sage ich was zu mir, ich verzeih mir meine Sturheit, dass ich in manchen Dingen stur bin, was das Gegenteil ist von konsequent oder nachgiebig. Ich habe jetzt diese Pflanze gegessen, um mir zu verzeihen, dass ich stur bin. Und dadurch entfaltet die Pflanze ihre Heilwirkung im Geist. Zu Heilungen räucher ich die auch. Wenn die Menschen unter der Trommel liegen und ich vorher die Duftreise mit denen mache, räuche ich euch auch die Pflanze Malva, wenn sie getrocknet ist, wenn es um das Thema Verzeihen geht. In diesem Sinne auch, macht's gut.